Felix weiß Bescheid. Plötzlich sind sie da, egal zu welcher Zeit. Briefe von Felix. Direkt aus dem Norden, nach Süden, West und Ost, fährt er mit dem Ballon und radelt durch den Ost. Auch aus Amerika kommt jede Menge Post. Briefe von Felix. Durch die Wüste reitet er und dann taucht er ab ins Meer. Das Schreiben fällt ihm gar nicht schwer und so viel liebt ihn nimmer mehr. Kein Winkel dieser Welt ist ihm zu weit. Zum Reisen hat der Felix einfach immer ganz viel Zeit. Selbst im Universum sieht man weit und breit. Briefe von Felix. Gegen Ende der großen Ferien ist etwas Furchtbares passiert. Plötzlich, mitten auf dem Flughafen, verschwand Sophies Kuschelhase Felix. Keine Angst, Sophie, sagte ihre Mama beruhigend und nahm sie in den Arm. Aber Sophie bekam einen dicken Kloß im Hals. Was nun? Was, wenn Felix für immer und ewig verloren ist, dachte sie. Wie sollte sie ihn bloß wiederfinden in dem Getümmel? Es war so viel los hier. Große und kleine Leute warteten auf ihren Flug, standen in Schlangen vor den Schaltern, um ihre Koffer abzugeben, oder liefen durch die Flugzeughalle. Und plötzlich, mitten im Gewühl, war er verschwunden, Sophies geliebter Kuschelhase Felix. »Ich finde ihn schon«, versprach Papa und machte sich sofort auf die Suche. »Wir helfen mit«, riefen ihre drei Geschwister. Papa fragte am Informationsschalter nach, doch dort hatte niemand einen kleinen Kuschelhasen gesehen. Lena lief umher und hielt überall Ausschau. Nikolas suchte in der Wartehalle nach Felix. Er kroch sogar unter die Bänke, um nachzusehen, ob Felix vielleicht dort war. Julius befragte viele Passagiere. Aber niemand hatte Felix gesehen. So sehr sie auch suchten, der kleine Hase blieb einfach verschwunden. Felix war weg. Einfach weg. Das war sehr, sehr schlimm. Denn Sophie und Felix kannten sich schon ewig. Um genau zu sein, seit sie gemeinsam in der Babywiege gelegen hatten. Auch als Sophie größer wurde, durfte er immer bei ihr im Bett schlafen. Der kleine Kuschelhase und Sophie waren unzertrennlich. Felix war dabei, als Sophie ihre ersten Schritte machte. Und später, als sie Dreirad fahren lernte. Natürlich durfte er auch mit in den Kindergarten. Erst als Sophie zur Schule ging, musste er zu Hause auf sie warten. Dafür erzählte sie Felix am Nachmittag ganz genau, was alles passiert war. Und Felix hörte ihr aufmerksam zu. Und wenn es Spaghetti gab, hingen immer ein paar von den langen Nudeln an Felix' Ohren. Und für Sophie war klar, dass Felix Spaghetti genauso liebte wie sie. Felix verstand Sophie einfach immer. Und Sophie verstand Felix. Sie wusste ganz genau, was ihr Hase ihr sagen wollte. Aber jetzt war Felix verschwunden. Als auf der großen Leuchttafel der Flug nach Hause angezeigt wurde, gab es nicht die geringste Spur von Felix. So kam es, dass Sophie ohne ihren Kuschelhasen ins Flugzeug steigen musste. Mama tröstete sie, aber Sophie wollte weder die extra Portion Eis essen, die ihr die Stewardess brachte, noch aus dem Fenster in die Wolken sehen. Sie saß nur blass und still in ihrem Sitz. Um Sophie zu trösten, zeichnete ihre kleine Schwester Lena einen Buntstifthasen. Der sah dem verschwundenen Felix sogar ein bisschen ähnlich. Da schluckte Sophie, schluckte noch einmal, dann kullerten Tränen über Tränen. Wieder zu Hause kam Sophie das Bett ohne Felix schrecklich leer vor. Und immer zur Schlafenszeit fehlte ihr der Kuschelhase ganz besonders. So gingen die Sommerferien traurig zu Ende. Heute beginnt die Schule wieder. Sophie kann sich gar nicht so richtig auf ihre Freundinnen und ihre Lieblingslehrerin freuen. Immer wieder muss sie an den armen Felix denken.
Er ist doch noch nie allein verreist. Sicherlich fürchtet er sich schrecklich. Hoffentlich geht es ihm gut. Als der erste Schultag endlich vorbei ist, macht sich Sophie langsam auf den Nachhauseweg. Sie mag gar nicht daran denken, dass im Kinderzimmer nun kein Felix mehr auf sie wartet. Und ihre Füße werden immer schwerer und schwerer. Es dauert bestimmt 1 Million Minuten, bis sie endlich an der Gartenpforte angekommen ist. Mama wartet bereits an der Haustür. Aber warum winkt sie denn nur so aufgeregt? Und was schwenkt sie da in der Luft? Einen Briefumschlag. Einen hellblauen Briefumschlag. »Sophie, schau nur, da ist Post für dich«, ruft Mama. Sophie schnappt sich den Brief. Tatsächlich, da steht ihr Name und ihre Adresse auch. Wer hat ihr geschrieben? Und wer hat nur so eine Krakelschrift? Verwundert dreht sie den Umschlag um. Absender Felix, zurzeit in London, England. Sophie kann es kaum glauben. Ein echter Brief von Felix. Erst macht ihr Herz einen Riesensprung, dann drückt sie den Brief fest an sich und hüpft von einem Bein aufs andere. Als nächstes umarmt sie Mama, holt tief Luft und brüllt: »Lena, Nikolas, Julius, seht euch das an!« Ihre Geschwister stürmen in den Flur. »Was ist denn los?«, fragt Julius. »Seht nur«, sagt Sophie, »das ist ein echter Brief von meinem Felix.« Dann liest sie den Brief von Felix. London im August steht ganz oben. Und dann, liebe Sophie. Sophie freut sich, weil Felix als I-Punkt ein Herzchen gemalt hat. Liebe Sophie, leider habe ich dich im Flughafen verloren. Aber bitte mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Ich bin in ein falsches Flugzeug gestiegen. Das flog aber nicht nach Hause, sondern nach London. Hier gibt es eine viereckige Burg an einem Fluss. Es gibt auch einen großen Palast. Da stehen viele Männer mit seltsamen Mützen vor. So eine Mütze würdest du nicht mal im Winter anziehen. Und noch etwas ist komisch. Alle reden hier ganz anders. Ich melde mich bald wieder. Du fehlst mir. Dein Felix. Sophie muss lachen. Die Palastwachen, die Felix in den Brief gemalt hat, sehen wirklich zu komisch aus. Hohe schwarze Fellmützen und rote Uniformjacken. Einfach zum Piepen. Als Papa von der Arbeit nach Hause kommt, darf auch er den Brief lesen und staunt nicht schlecht. »So, so, so«, sagt er, »der Ausreißer ist also in London gelandet. Das ist die Hauptstadt von England.« »Wie viele Menschen wohnen denn in einer Hauptstadt?«, fragt Sophie und möchte nun ganz genau wissen, wo ihr Felix steckt. Sie schaut mit Papa im Lexikon unter London nach. Tatsächlich, da steht: Hauptstadt von Großbritannien und Nordirland liegt beiderseits der Themse. Über 7 Millionen Einwohner, königliche Residenz, rund 1600 Kirchen und Kapellen, Festungsanlage Tower of London, Parlamentsgebäude, im 14. Jahrhundert eine der größten Städte Europas, Landessprache Englisch. Papa zeigt auf ein Foto und erzählt, dass in dem großen Palast, dem Buckingham Palace, die englische Königin wohnt. »Die heißt Queen. Q-U-E-E-N wird das geschrieben«, ruft Julius dazwischen. »Aber Queen spricht man's.« So ist das also. Auf einem der Fotos kann man auch rote Busse mit 2 Stockwerken sehen, die durch die Stadt kurven. Später im Bett überlegt Sophie, ob Felix wohl die Queen im Palast gesehen hat. Setzt sie ihre Krone wohl zum Abendessen ab? Sophie schläft glücklich ein. Felix, Felix im Buckingham Palast. Die Queen kaut ihm
kommen groß und klein schnell auf den Königsrasen zum Picknick mit dem Hasen. Felix, Felix im Buckingham-Palast. Felix, Felix, heute ist der Ehrengast. Felix, Felix im Buckingham-Palast. Und nach dem Dinner ist was los, da fahren alle mit dem Floß. Die Queen, die paddelt munter, die Themse hoch und runter. Die Queen lädt heute alle ein und alle kommen groß und klein schnell auf den Königsrasen zum Picknick mit dem Hasen. Felix, Felix im Buckingham-Palast. Felix, Felix, heute ist der Ehrengast. Felix, Felix im Buckingham-Palast. Und nachts, da schreibt er an Sophie, das Reisen ist so schön wie nie. Ich bin der große Ehrengast und schlaf heute Nacht im Schlosspalast. Felix, Felix im Buckingham-Palast. Felix, Felix, heute ist der Ehrengast. Felix, Felix im Buckingham-Palast. Felix, Felix, da ist der Ehrengast. Einige Tage später kommt wieder ein Brief von Felix. Aus Paris. Sophie steckt den Briefumschlag in ihre Hosentasche, klettert auf den alten Apfelbaum im Garten und beginnt zu lesen. Paris im September steht da ganz oben. Und dann? Cher Sophie, das ist Französisch und heißt Liebe Sophie. Ich liebe Frankreich. Ich habe jetzt einen Koffer. Er ist très chic. So sagt man hier. Ich sehe mir noch ein wenig die Welt an. Paris ist auch nicht schlecht. Ich wohne im Hotel Ritz. Das ist sehr elegant. Aber irgendwie scheinen mich die Menschen im Hotel und auf den Straßen gar nicht zu bemerken. Komisch, nicht? Mir egal, denn hier gibt es viel zu sehen. Hier steht der Tour Eiffel. Das ist der höchste Turm, den ich je gesehen habe. Auf dem Foto kannst du ihn sehen und mich auch. Welches Foto? Sophie guckt im Briefumschlag nach. Da ist es ja. Blauer Himmel, riesiger Eiffelturm und ganz vorne im Bild das Wichtigste, ihr allerliebster Felix. Und er sieht richtig französisch aus, mit einem langen Brot unterm Arm und einer schwarzen Kappe auf dem Kopf, schräg zwischen den langen Ohren. Sophie schaut sich alles ganz genau an und liest dann weiter. Liebe Sophie, zum Glück hat der Eiffelturm einen Aufzug. Sonst wäre man schon müde vom vielen Klettern, wenn man oben ankäme. Die Aussicht ist klasse. Alle Häuser sehen von oben so klein wie Streichholzschachteln aus. Nur halt mit Dächern und Schornsteinen. Und stell dir vor, die Leute tragen ihr Brot unterm Arm. Und ein Brot ist so lang wie ein Besenstiel. Da muss Sophie lachen. Von wegen lang wie ein Besenstiel. So lang ist ein Baguette nun auch wieder nicht. Und gestern habe ich Männer gesehen. Richtig große Männer. So groß wie dein Papa. Die spielen im Park mit Kugeln. Damit Sophie sich das ungefähr vorstellen kann, hat Felix extra noch kleine Strichmännchen gemalt, die Kugeln werfen. Glaubst du mir, dass es hier sowas wirklich gibt? Apropos, wie läuft es zu Hause? Gruß und Kuss von Felix. Was dieser Felix nicht alles erlebt. Sophie sitzt noch eine Weile im Apfelbaum und denkt nach. Wieso ist in Paris alles anders? Plötzlich fällt ihr ein, dass Oma an diesem Nachmittag zu Besuch kommt. Die weiß bestimmt mehr, weil sie schon ganz oft in Frankreich war. Oh la la, der Hase ist in Paris, ruft ihre Oma, als Sophie ihr das Foto zeigt. Dann erzählt sie über das Kugelspiel, von dem Felix geschrieben hat. Boule heißt es und ist in Frankreich sehr bekannt. Gespannt hört Sophie, dass es in Paris eine Zuckerbäckerkirche, breite Einkaufsstraßen, wunderschöne Gärten und sehr alte Kirchen gibt. Dann kramt Oma einen Reiseführer hervor.
Sophie blättert darin und Oma ruft schwärmerisch: Ach, in Frankreich gibt es einfach das köstlichste Essen. Als Beweis serviert sie zum Abendessen Baguette, französischen Käse und Salat à la Paris. Und zum Nachtisch gibt es Mousse au Chocolat. Ein ganz leckerer Schokopudding. Und das alles schmeckt fast ein bisschen wie Ferien in Frankreich. Frankreich ist es wirklich schön, besonders in Paris. Und jeder, der gern köstlich speist, sieh im Paradies. Die Menschen laufen durch die Stadt, gekleidet sehr adrett. Und meistens haben sie im Arm ein knuspriges Baguette. Bonjour, bonjour, Felix, mon amour. Voilà, oui, oui, Felix, mon ami. Bonjour, bonjour. Grüße an Sophie. Der Eiffelturm steht in Paris, mitten in der Stadt. Und Felix hat sich sehr gefreut, dass der den Aufzug hat. Der Eiffelturm ist riesig hoch, und wenn man oben steht, dann ist Paris ganz klitzeklein. Wer weiß, wie sowas geht. Bonjour, bonjour, Felix, mon amour. Voilà, oui, oui, mon ami. Bonjour, bonjour, Felix, mon amour. Merci, chérie. Grüße an Sophie. Auf der Champs-Élysées ruht Felix sich aus. Er trinkt einen Tee und er denkt an zu Haus. Bonjour, bonjour, Felix, mon amour. Voilà, oui, oui. Bonjour, bonjour, Felix, mon amour, merci, chérie, grüße an Sophie. Bonjour, bonjour, Felix, mon amour, voilà, oui, oui, Felix, mon ami. Bonjour, bonjour, Felix, mon amour, merci, chérie, grüße an Sophie. Langsam wird es dunkel. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Bonne nuit, flüstert Oma, als sie zum Gute-Nacht-Sagen hereinkommt. Bonne nuit, Sophie. Gute Nacht. Weißt du, wie lange die Reise von Felix noch dauert? Fragt Sophie. Nun, das ist schwer zu sagen, meint Oma und fügt nachdenklich hinzu. Aber Reisende soll man nicht aufhalten. Sophie überlegt. Heißt das, dass Felix niemals zurückkommt? Plötzlich hat sie einen dicken Kloß im Hals. Keine Sorge, zu Weihnachten ist dein Felix bestimmt wieder zu Hause. Da bin ich mir ganz sicher, sagt Oma leise und gibt Sophie einen dicken Gute-Nacht-Kuss. In dieser Nacht zählt Sophie keine Schäfchen, sondern die Tage bis Weihnachten. Schon wenige Tage später erhält Sophie einen Brief mit einer wohlbekannten Krakelschrift. Felix schreibt aus Italien. Dort ist er in der Stadt Rom gelandet. Ganz oben hat er eine kleine Sonne auf den Brief gezeichnet und darunter einen Eismann mit seinem Eiswagen. Rom im heißen September. So fängt der Brief an. Hallo Sophie. Lass dir sagen, es ist schön hier in Rom. An jeder Ecke steht ein Eismann, das würde dir bestimmt gefallen. Mittags ist es so heiß hier, dass alle Läden schließen und erst am Nachmittag wieder öffnen.
Dann ruhen sich die Römer im Schatten oder in der kühlen Wohnung aus. Sie halten Siesta. Hier streunen so viele Katzen herum. Schwarz-weiß getigerte und in allen anderen Farben, die du dir vorstellen kannst. Sophie freut sich über die zwei Katzengesichter mit langen Schnurrhaaren, die Felix in den Brief gemalt hat. Dann liest sie weiter. Gestern Nacht hat mich so ein wildes Katzenbiest gejagt. Kannst du das verstehen, Sophie? Ich sehe doch nicht aus wie eine graue Maus, oder? Zum Glück konnte ich flüchten. Das war knapp. Sophie ist erleichtert, als sie liest, dass Felix nicht von der wilden Katze erwischt wurde, und liest gespannt weiter. Heute habe ich eine Reisegruppe belauscht. Wusstest du, dass hier früher, ganz viel früher, die Römer waren? Darum heißt die Stadt auch Rom. Stell dir vor 2000 Jahren hatten die schon Sportplätze und Schwimmbäder, aber auch Tempel für die Götter. Überall sind alte Bauwerke. Das Kolosseum sieht aus wie eine riesige Zirkusarena mit einer hohen Mauer drumherum. Die hat viele Fensteröffnungen. Da, wo früher Gebäude von den alten Römern waren, stehen heute noch Säulen und Marmorplatten. Darauf steht etwas in einer Geheimschrift. Wenn ich wieder zu Hause bin, können wir uns doch auch eine Geheimschrift ausdenken. Was hältst du davon? Das wäre doch toll, oder? Aber erst fahre ich weiter nach Ägypten. Ciao, Bella! Das sagen hier alle. Dein Felix. Als I-Punkt hat Felix eine Sonne gemalt und hinter seinen Namen noch ein extra Herzchen für Sophie. Sie atmet erleichtert auf. Oma hat wirklich recht behalten. Felix schreibt, dass er nach Hause kommen wird. Hauptsache, er kehrt zurück, egal wann das ist. Aber was für eine Geheimschrift ist das nur? Vielleicht weiß Julius mehr darüber, denkt Sophie. Sie findet ihren großen Bruder über ein Buch gebeugt und erzählt ihm von dem Brief aus Rom. Oje, die Geheimschrift kenne ich, stöhnt Julius. Das ist Latein und darin schreiben wir morgen einen Vokabeltest. Da werden lateinische Wörter abgefragt. Er hält Sophie sein Lateinbuch hin. Die meisten Seiten darin sehen sehr langweilig aus. Aber die Bilder von den Tempeln in Rom findet Sophie interessant. Sie guckt sich alles genau an und hat ein bisschen das Gefühl, als ob sie mit Felix in Rom wäre. Wieder bleibt der kleine Hase stehen. In Bella Roma scheint die Sonne so schön heiß. Und an jeder Ecke gibt es lecker Eis. Gelati, Gelati, allo Gelati! Stracciatella, Zitronella, Mirabella, Caramella, Mortadella, mit Nutella und Spinat. Spaghettini, die Bambini, molto bene für die Kleine, tutti frutti für die Mutti und Salat. Schokodella, immer schneller, Himbeerella, auf den Teller, Bella Roma, allo Roma, Mamma Mia. Croccantino, Cappuccino, Erde, Eisbom, Eisbampino, Bella Roma, allo Roma, Mamma Mia. In Bella Roma tauchen viele wilde Katzen, eine jagt ihn durch die Stadt auf linken Tatzen. In Bella Roma wird es da bei beiden heiß, darum schlecken sie zusammen lecker Eis. Gelati, Gelati, allo Gelati! Stracciatella, Zitronella, Mirabella, Caramella, Mortadella mit Nutella und Spinat. Spaghettini, die Bambini, molto bene für die Kleine, tutti frutti für die Mutti und Salat. Schokodella, immer schneller, Himbeerella auf den Teller, Bella Roma, hallo Oma, Mamma Mia.
als die Dämmerung hereinbricht, schlägt Sophie das Lateinbuch zu. Lange schaut sie auf die Straße hinaus. Leider ist da nichts von einem Hasen mit einem Koffer zu sehen. »Komm nach Hause, Felix«, flüstert sie und hofft, dass dieser Wunsch bald in Erfüllung geht. Langsam verfärben sich schon die Blätter an den Bäumen und die Herbstferien beginnen. Sophie und ihre Geschwister basteln mit Papa 4 Papierdrachen. Die lassen sie am Wochenende auf einem Stoppelfeld steigen. In diesen Ferienwochen lauert Sophie jeden Morgen auf den Briefträger. Als sie schon jede Hoffnung auf eine Nachricht von Felix aufgegeben hat, steht der Postbote am Gartentor und hält einen bunten Umschlag in der Hand. »Ja!« Sophie stürmt lachend auf ihn zu, denn sie erkennt sofort, dass der nur von Felix sein kann. Ja, Sophie hat sich nicht getäuscht. Auf dem Umschlag steht als Absender »Post von Felix zur Zeit in Kairo, Ägypten«. Darunter hat Felix eine lustige bunte Eule gemalt, die Sophie anguckt. Und vorne auf dem Brief gibt es einen roten Stempel mit einer geheimnisvollen ägyptischen Figur und 3 seltsame Dreiecke. Schnell öffnet Sophie den Brief. Kairo im Oktober. Liebe Sophie, hier in Ägypten ist es fast noch heißer als in Rom. Gestern bin ich auf einem Kamel geritten. Das hat geschaukelt wie ein Schiff. Hin und her, her und hin, das war eine ganz schöne Schaukelei. Ein Glück, dass ich nicht seekrank geworden bin. Sophie kichert. Ihr Felix seekrank auf einem Kamel, das klingt zu komisch. Mal sehen, was Felix noch schreibt. Damit die Reiter aufsteigen können, geht das Kamel in die Knie und legt sich dann fast flach hin. Aber die meisten Leute kommen nicht wegen der Kamele hierhin, sondern um die berühmten Pyramiden zu sehen. Wenn du mich fragst, sind das Dreiecke, die verkehrt herum in der Wüste stehen. Sophie guckt sich nochmal die kleinen Dreiecke auf dem Briefumschlag an. Das sind also Pyramiden, denkt sie und liest dann weiter, um noch mehr darüber zu erfahren. Liebe Sophie, aber jetzt kommt's. Im Inneren wurden vor langer Zeit die Könige der Ägypter beerdigt. Mit ihren ganzen Schätzen. Mit Gold, Juwelen, Schmuck. Die Könige hießen Pharaonen. Und weil niemand sie stören soll, führen ganz viele Geheimgänge durch die Pyramiden. Schau mal auf den geheimen Pyramidenplan. Den habe ich extra für dich mitgeschickt. Wenn das nicht spannend ist, Sophie hält den Atem an. Vorsichtig faltet sie den Plan auseinander. Darauf kann sie eine Pyramide von außen sehen. Daneben steht ein Kamel. Jetzt sieht Sophie genau, wie groß so eine Pyramide ist. Sie ist viel, viel größer als das Kamel. In die andere Pyramide kann Sophie hineinblicken. Das ist super, denn so sieht man das Königsgrab, die Schatzkammer und kann die vielen Gänge im Innern der Pyramide entdecken. Da gibt es sogar eine Fallgrube, in die jeder fällt, der in der Pyramide nichts zu suchen hat. Das sieht alles sehr geheimnisvoll aus. Ich finde das sehr, sehr unheimlich. Was ist, wenn man vor lauter Geheimgängen den Ausgang nicht mehr findet? Neben einer Pyramide liegt fast wie ein Wachhund eine Riesenkatze oder ein Riesenlöwe. Aber sein Gesicht ist das einer Frau und die Figur heißt Sphinx. Ganz schön aufregend findet das alles dein Felix. PS, ich bleibe noch ein bisschen hier. Dann fahre ich auf dem großen Fluss, der Nil heißt, weiter. Diesen Brief liest Sophie gleich 2-mal. Sie versucht sich vorzustellen, wie hoch die Pyramiden wohl sind. Wie hoch sind die wohl? Mitten in diese Grübeleien kommt Mama ins Kinderzimmer. Na, da unser Felix jetzt in Ägypten steckt, habe ich eine Überraschung für dich. Mehr verrät Mama nicht, steigt geheimnisvoll mit Sophie ins Auto und fährt los. Erst als Mama auf einen Parkplatz fährt, sieht Sophie ein buntes Plakat. Große Ausstellung. Ägypten, ein vergangenes Königreich, steht darauf.
Sophie freut sich riesig. Jetzt wird sie gleich sehen, was Felix gesehen hat. Wenig später im Museum staunt Sophie nicht schlecht, denn da gibt es viele Schaukästen, Pharaonenschätze, große Bilder und auch einen Zeichentrickfilm. Im Film erlebt sie an einem Nachmittag mit, wie die Pyramiden und die Sphinx gebaut wurden. Sophie stellt sich vor, wie sie mit Felix durch die Gänge einer Pyramide schleicht, vorbei an Fallgruben und im Schein von Taschenlampen. Sie schreckt richtig zusammen, als Mama sie anstupst und sagt, dass es Zeit ist, nach Hause zu fahren. Alles ist spannend und ihr Kopf ist voller Bilder, als sie die Ausstellung verlassen. Kaum sind sie angekommen, da ruft Julius schon, »Na, habt ihr eine Mumie mitgebracht?« Lina will natürlich sofort wissen, was das ist. Da krümmt Nikolas seine Finger, streckt sie nach Lina aus und flüstert mit Grabesstimme, »Das ist so ein alter, einbalsamierter Pharao, der dich holen kommt. Ih!« quietscht Lena. »So ein Quatsch«, ruft Sophie dazwischen. »Glaub ihm kein Wort. Pharaonen waren früher Könige im alten Ägypten.« »Genau«, sagt Julius. »Die sind doch jetzt mindestens seit 4000 Jahren tot.« »Das klingt besser«, findet Lena. Und beruhigt baut sie mit Sophie die größte Pyramide aus Bauklötzen, die man je in einem Wohnzimmer gesehen hat. Als Sophie an einem besonders regnerischen Novembertag nach Hause kommt, kann sie die neuen Gummistiefel gar nicht schnell genug ausziehen. Denn da, auf der Kommode, liegt ein zerknitterter Briefumschlag mit einer Giraffenbriefmarke. Gespannt dreht Sophie den Briefumschlag um. Dort entdeckt sie einen kleinen, gemalten Elefanten. Darüber steht in Felix Krakelschrift: Absender Felix. Zurzeit unterwegs auf Safari in Kenia. Das ist ein Land in Afrika. November in Afrika. Liebe, liebe Sophie, verzeih, dass ich dich so lange warten ließ. Aber meine Reise vom Nil an die Küste Afrikas war sehr anstrengend. Zuerst bin ich mit dem Zug und dann mit einem uralten Bus gefahren.
Der Bus hat so geklappert, als ob er jeden Moment auseinanderfallen würde. Das war ein Geratter, sag ich dir. Aber die lange Reise hat sich gelohnt. Hier ist es im November noch warm und sonnig. Und es gibt endlos lange Sandstrände und türkisblaues Wasser. Da könnten wir zusammen die weltbesten Sandburgen bauen. Das wäre so schön. Doch so alleine macht mir das keinen Spaß. Als Sophie das liest, fühlt sie sich plötzlich sehr erleichtert. Denn ihr Felix vermisst sie genauso sehr, wie sie ihn vermisst. Und darum wird er bestimmt wieder nach Hause kommen. Es kribbelt ein bisschen in ihrem Bauch, wenn sie daran denkt. Nun will sie aber wissen, was Felix noch erlebt hat, und liest weiter. Aber weißt du, dass ich bei einer richtigen Safari mitgemacht habe? Ich habe echte Elefanten gesehen. Auch gestreifte Pferde, die Zebras heißen. Ganz weit entfernt habe ich einen Löwen entdeckt. Ganz weit weg. Es war mir sehr lieb, dass dieser Löwe nicht näher kam. Denn er hatte verdammte Ähnlichkeit mit diesem römischen Katzenbiest. Viel, viel lustiger sind die Affen. Du hättest sehen sollen, wie die sich von Baum zu Baum schwingen. Mir wird schon vom Zuschauen ganz schwindelig. Pass gut auf dich auf, Sophie. Das wünscht sich dein Felix. Sophie blickt von dem Brief auf. Dicke Regentropfen klatschen an das Fenster. Draußen sieht alles grau in grau aus. Sie kann kaum glauben, dass jetzt irgendwo auf der Welt die Sonne scheinen kann. Aber eins steht fest, ihr Felix ist jetzt im heißen Afrika. Sophie kneift die Augen zu und stellt sich vor, wie Felix im Jeep umherfährt und mit einem Fernglas die wilden Tiere beobachtet. Am nächsten Morgen ist es noch dunkel, als Sophie im Bus mit der ganzen Klasse in den Zoo fährt. Sie möchte unbedingt ins Elefantenhaus. Ehrfürchtig betrachtet Sophie die grauen Riesen. Wie groß und mächtig sie aussehen. Es ist ganz still hier. Nur ein alter Zoowärter ist noch da. Er erzählt ihr, dass es von Jahr zu Jahr immer weniger Elefanten in Afrika gibt. Aber warum? Fragt Sophie. Da ist doch so viel Platz. Platz schon, sagt der Zoowärter traurig. Aber leider gibt es auch zu viele Menschen, die trotz des Jagdverbotes nur an die wertvollen Stoßzähne aus Elfenbein denken. Sie jagen die Elefanten nur, um viel Geld für ihr Elfenbein zu bekommen. Sophie ist empört und beschließt, wenn ich groß bin, beschütze ich die Elefanten in Afrika. Das ist ihr Geheimplan. Davon wird sie nur Felix erzählen, wenn er wieder da ist. Sie kann es kaum erwarten, Felix in ihren Plan einzuweihen. Tanzen mit den Affen, Löwen schleichen durch den Busch und alle rennen husch, husch, husch. Afrika, Afrika, der Löwe brüllt in Afrika. Afrika, Afrika, der Löwe brüllt in Afrika. Schlangen, Schlängeln schleichen zwischen vor. Schlangen, Schlängeln schleichen zwischen, Vorsicht, die wollen dich erwischen. Krokodile tummeln sich hier viele, klappern mit den Zähnen, da kichern die Hyänen. Mückenfrauen wollen sich was trauen, kneifen Löwen in den Schwanz und fordern auf zum Dschungeltanz. Afrika, Afrika, der Löwe. Löwe brüllt in
Abends heult der Wind ums Haus. Sophie kuschelt sich zu Papa auf das Sofa. Wo mag Felix jetzt nur sein, denkt sie. Hoffentlich erkältet er sich nicht. In diese Grübeleien hinein ruft Papa: Was haltet ihr von Bratäpfeln? Wer hilft mir? Sophie rührt die Vanillesoße, Nikolas füllt Mandeln in die ausgehöhlten Äpfel. Lena nascht hier und da, Vorkosten nennt sie das. Als die Bratäpfel im Ofen brutzeln, fragt Mama geheimnisvoll: Ratet mal, wer im Advent zu Besuch kommt. Sag schon, wer, rufen alle im Chor. Mama macht es noch ein bisschen spannender, guckt verschmitzt in die Runde und verrät dann endlich: Tante Edda kommt. Ja, Tante Edda kommt, super! Sophie und ihre Geschwister sind begeistert, denn Tante Edda war schon überall in der Welt, erzählt spannende Geschichten und hat immer neue Ideen. Plötzlich riecht es verbrannt. Oh je, rettet die Bratäpfel, ruft Papa. Doch für die kommt jede Hilfe zu spät. Sei nicht traurig, Papa, sagt Lena. Wir haben dich trotzdem lieb. An dem Tag, als Sophie und Mama die Kiste mit dem Weihnachtsschmuck aus dem Keller holen, kommt ein bunter Luftpostbrief für Sophie an. Für den Weihnachtsschmuck hat Sophie jetzt gar keine Zeit mehr, denn sie muss sofort wissen, was ihr Felix geschrieben hat. Dezember in New York, schreibt Felix. My dear Sophie, so heißt das in Amerikanisch. Ich habe einen Flug nach New York genommen. Die Flughafenleute haben mich gar nicht gesehen und so bin ich jetzt auf der anderen Seite des Atlantiks. Langsam habe ich Übung darin, nicht gesehen zu werden und kann überall heimlich mitfliegen. New York ist eine Riesenstadt, sage ich dir. Die Häuser ragen bis in die Wolken. Darum heißen sie auch Wolkenkratzer. Hier ist immer was los. Ständig hörst du Polizeisirenen oder hupende Taxis. Alles ist hier sehr groß geraten. Es gibt einen riesen Park, der ist viele Kilometer lang. Da kann man Boot fahren und im Winter sogar Ski laufen. Und im Hafen steht mitten im Wasser eine riesige grüne Figur. Sie trägt ein langes Kleid und hält eine Fackel hoch, die größer ist als unser Haus. Stell dir das mal vor! Heute hat es furchtbar geschneit und die ganze Stadt ist weihnachtlich geschmückt. Es funkelt und glitzert, überall Tannengrün, bunte Lichterketten, rote Schleifen und Weihnachtssterne. Weißt du was? Du fehlst mir. Ich komme mit dem nächsten Flug nach Hause. Ich freue mich riesig auf dich. Bis bald, dein Felix. Felix will nach Hause kommen. Sophies Herz macht einen Freudensprung. Vielleicht ist er schon auf dem Weg. Dann runzelt sie die Stirn. Von Wolkenkratzern hat sie schon gehört. Aber ob Felix mit der Riesenfigur an der Hafeneinfahrt nicht doch geflunkert hat? Egal, Hauptsache, ihr allerliebster Kuschelhase kommt endlich zurück. Und wenn Felix kommt, soll es im Kinderzimmer besonders schön aussehen. Voller Eifer räumt Sophie auf und klebt die gebastelten Weihnachtssterne an die Fensterscheibe. Da hört sie Mamas Stimme. Kinder, kommt doch mal! Wenn Mama so ruft, dann ist etwas Besonderes los. Sophie rennt voller Erwartung die Treppe runter. Und da, im Flur, steht Tante Edda und breitet die Arme für Sophie aus. »Hallo, Tante Edda«, ruft Sophie. Und jetzt wird umarmt und gelacht und begrüßt und wieder umarmt. Dann sind Lena, Nikolas und Julius dran. Es gibt noch endlose Umarmungen. Das dauert, bis Tante Edda endlich erzählen kann. Unterwegs auf ihrer Reise hat Tante Edda viel erlebt. Sie war sogar in Amerika. Na sowas, denkt Sophie und fragt ihre Tante nach dieser Riesenfigur in New York. Oh ja, sagt Tante Edda, die hat sogar einen richtigen Namen. Freiheitsstatue heißt sie. So, so, Felix hat also doch nicht übertrieben. Dann wird es spannend, denn nun klappt Tante Edda ihren Koffer auf. Von ihrer Reise hat sie für alle kleine Päckchen mitgebracht
Und in Sophies Päckchen ist tatsächlich eine Mini-Freiheitsstatue. Die ist so klein, dass Sophie sie leicht in ihrer Faust verstecken kann, wenn sie will. An diesem Abend dürfen Sophie und ihre Geschwister viel länger als sonst aufbleiben. Gemeinsam sehen sie sich die vielen Fotos an, die Tante Edda mitgebracht hat. Sophie und ihre Geschwister dürfen so lange aufbleiben, wie sie wollen. Dann übernachtet Tante Edda im Kinderzimmer. Als alle am nächsten Morgen wach werden, hat es ein bisschen geschneit. Endlich beginnt das große Plätzchenbacken für die Adventszeit. Das ganze Haus duftet nach Plätzchen. Und als 5 große Keksdosen gefüllt sind, ist es draußen schon dunkel geworden. Papa zündet die erste Kerze auf dem Adventskranz an. Die kleine Flamme leuchtet warm und Sophie weiß, jetzt ist Weihnachten nicht mehr weit. An diesem Abend kann sie vor lauter Vorfreude auf Felix kaum einschlafen. Doch dann vergeht Tag um Tag, ohne dass etwas von Felix zu hören oder zu sehen wäre. Am Nikolausabend ist Sophie richtig verzweifelt. Wieso kommt Felix denn nicht? Vielleicht wurde er entführt. Oder vielleicht ist er unterwegs krank geworden. Traurig schleicht Sophie durch das Haus. Wo mag er nur sein? House music all night long. Come on. Heute keine Ruhe, sie muss dem Felix leuchten und ruft dem Hasen zu. New York ist eine tolle Stadt, die 100.000 Farben hat. Hier ist die halbe Welt zu Haus, vom Hasen bis zur kleinen Maus. Felix in New York, Felix in New York, Felix in New York. Und gelb, schwarz, weiß und braun, Müllmann, Filmstar, Zirkus, Clown. Felix außer Rand und Band, Amerika, du schönes Land. Felix in New York, Felix in New York, Felix in New York. Egal wie groß, wie schön Amerika auch ist, ich will zu Sophie, weil sie mich vermisst. Felix will nach Haus, die Reise ist vorbei. Gruß an die kleine Maus, Amerika, goodbye, goodbye. Felix in New York, Felix in New York. Plötzlich klopft es an der Haustür. »Der Nikolaus kommt«, wispert Lena. »Sieh du nach, Sophie, ich trau mich nicht.« Sophie hat vor dem Nikolaus, der immer eine große Ähnlichkeit mit Papa hat, überhaupt keine Angst. Sie öffnet die Tür. Doch da ist von einer roten Mütze und einem weißen Bart nichts zu sehen.
Sophie blickt nach links und rechts, dann auf die Fußmatte hinunter. Sie traut ihren Augen nicht, denn da, ja wirklich, es ist kaum zu glauben, denn da steht Felix mit einem kleinen Koffer. Er sieht sehr zufrieden aus und auch ein bisschen verschmitzt. »Felix! Ach, Felix!« ruft sie immer wieder. Sophie umarmt ihren Kuschelhasen, schaut ihn an, umarmt ihn wieder. Dann hebt sie sein Köfferchen hoch. Darauf entdeckt sie viele bunte Reiseaufkleber. Sophie schließt die Haustür und flüstert, so dass es niemand sonst hören kann, in sein Ohr. »Also, Felix, du Weltenbummler, jetzt musst du mir erst mal genau erzählen, wie du das angestellt hast.« Aber das ist und bleibt das Geheimnis von Sophie und Felix. Auf alle Fälle wird Sophie ihren allerliebsten Felix jetzt nicht mehr so schnell aus den Augen lassen. Aber wer Felix kennt, der weiß, dass er ein sehr, sehr reiselustiger Kuschelhase ist. Und man weiß einfach nie, was er als nächstes ausheckt.